Hey und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Im heutigen Video werden wir den Trickster spielen und versuchen, die Survivor mit den Schneemännern zu erschrecken. Dabei werden wir die Perks Scorchok Pain Resonance, Scorchok Floods of Rage, Deadman Switch und Darkness Revealed verwenden, zusammen mit zwei ziemlich guten Addons und einem Sacrificial Ward. Komm gerne in meinen Discord-Server, wenn du es noch nicht getan hast, dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit diesem Video. Haddonfield, nice. Da habe ich mich überhaupt nicht drauf gefreut, ehrlich gesagt. Aber worauf ich mich gefreut habe, sind die Blutpunkte. Schaut euch das mal an. Ja, ich habe letzte Sekunde nochmal auf den Sacrificial Ward geswitcht, weil die sehen sehr sweaty aus, muss ich sagen. Die sehen sehr, sehr sweaty aus. Alle, die werden mir, glaube ich, das Genick brechen, habe ich das Gefühl. Ich würde sagen, in die Richtung, oder? Das sind die Generatoren, die ich vielleicht am besten defenden kann. Da vorne haben wir schon den ersten, der in den Schneemann gesprungen ist. Boah, meine Würfe sind echt nicht die besten. Gott, Long-Distance-Shots mit Tricks, das sind echt nicht die besten. Come on, einer. Nice. Cool. Die wird das Haus sehr sicher spielen, warum sollte sie auch nicht? M1? Oh, hi Ace. Na, wie geht's? Wieso bleibst du jetzt stehen? Wieso bleibt ihr jetzt stehen? Ich verstehe gar nichts mehr. Dann kommst du mal her und haben wir hier einen Painless Hook. Wir haben keinen Painless Hook, aber wir können auf eine kleine Adventure-Tour mitnehmen. Da vorne haben wir nämlich einen, weil er wiggelt nicht. Warum auch immer. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Manche Leute mögen einfach nicht gegen Trickster zu spielen. Ich spiele lieber gegen einen Trickster als gegen eine Huntress. Ein Trickster, keine Ahnung, versucht zumindest irgendwie ein bisschen Scare an den Tag zu legen. Aber eine Huntress, keine Ahnung, eine Hatchet und der liegt im schlimmsten Fall. Oh, der Dead Heart. Oh, ich hasse diesen Perk. Ich hasse diesen Perk so sehr. Da vorne ist sie. Nice. Dann würde ich sagen, gehe ich mal für sie. Ich werde jetzt nicht irgendwie eine Hook campen. Das wäre absolut lächerlich. Ah, sie versteckt sich hinter den Autos. Smart. Aber ist sie sicher? Ja, genau. Einen zweiten Dead Heart hat die nicht. Dann hätte ich geweint. Gut, wir haben den Scorchok-Perk aktiv. Wo sind die Survivor? Da vorne. Okay, alles klar. Den Scorchok-Perk. Floods of Rage meine ich. Die sind 100% SWF. Dementsprechend muss ich aufpassen, wo ich mich in einen Schneemann reinsetze. Denn die werden direkt outcallen, wo ich bin. Hm, vielleicht hier hinten. Wegen dem Generator da oben. Wenn ich einen Schneemann finde, ist die Sache. Oben können, glaube ich, keine spawnen. Würde ich einfach mal behaupten. Ja, dann würde ich sagen, nehme ich den hier. Die sehen mich aber, glaube ich, sehr, sehr gut, oder? Ich weiß nicht. Ich versteck mich mal eben hier drin. Und beweg mich mal eben nicht. Einfach nur damit, falls sie jetzt vom Generator wegrennen und in meine Richtung laufen, mich nicht zwangsläufig direkt sehen. Gut, da vorne gehen die alle nach links lang. Oh, drei Generatoren. Warum? Die gehen wahrscheinlich... Oh, wow, die hat Second Stage erreicht. Zum Anhook wollte ich sagen, aber... Ich hätte nicht gedacht, dass die ernsthaft noch Second Stage erreicht. Gems before friends, I guess. Ich gehe mal hier hinten lang. Hoffentlich sieht mich niemand. Direkt geheilt, außer der Ace. Vielleicht sind die doch kein SWF. Die wirken sehr unkoordiniert, auch wenn die halt Generatoren machen, aber... Trotzdem. Ja, jetzt ist er doch geheilt. Ich schau mal eben hier um die Ecke. Keine Ahnung, der Ace, der hat ja hier oben dran gearbeitet. Oh, die sieht nicht, dass ich hier bin. Okay, einen Moment. Oh, hat sie mich doch gesehen? Sag nicht, die hat mich gesehen. Nein, bitte nicht. Nicht wegrennen. Die hat mich gesehen. Scheiße. Okay. Wir müssen sie töten. Sie hat zu viel gesehen. Das können wir sie nicht. Können wir sie nicht den anderen erzählen lassen. Fengmin. Fengmin. Komm her. Wusstet ihr, dass Fengmin wirklich Fengmin heißt? Also, kein Witz. Es wird eigentlich ursprünglich im Chinesischen so ausgesprochen. Sie ist ja dann Hook. Dementsprechend, wenn ihr jemanden sagen hört, Fengmin, dann liegt es nicht daran, dass er gerade irgendwie ein bisschen zu viel Kaffee getrunken hat, sondern es liegt tatsächlich daran, dass sie ernsthaft Fengmin ausgesprochen wird. Oh Gott, no! Da wurde ich gerade von einem Objekt so ein bisschen zur Seite geschoben, deswegen habe ich da nichts getroffen. Oh, Main Event, scheiße, habe ich nicht drauf geachtet. Egal. Hm, haben wir einen Painless Hook? Ja, da vorne. Bringt uns gar nichts, aber hier sind Scratch Marks. Das könnte uns tatsächlich etwas bringen, wenn ich den Survivor rechtzeitig finde. That is.
So, dann kommst du einmal daran. Die ist nicht der Addon Hook. Das ist die andere Fangman. Oh mein fucking Gott. Okay. Das wusste ich nicht. Da habe ich nicht drauf geachtet. Tut mir leid. Hier ist niemand. Oh doch, hi. Das ist die Fangman. Bekomme ich die? Ja. Nice. Dann... Da, ich habe keine Ahnung, was das gerade war. Die hat wahrscheinlich selber nicht damit gerechnet und sie ist die Seed. Wow. Danke, Fang. Awesome. Großartig. Oh. Mann, was ist das denn schon wieder? Immer wieder dasselbe. Okay, kann ich irgendwas machen? Kann ich vielleicht da hinten... Nee, da kriege ich nichts hin. Ich geh mal hier rein. Die werden denken, ich hab Noah oder so. Oh mein Gott, als ob das funktioniert hat. Als ob das funktioniert hat. Ich kann immer noch nicht glauben, dass es wirklich funktioniert hat. Fangman, na, wie geht's? Flats of Rage sagt mir, dass der andere Survivor da hinten ist. Ja, genau. Ich kann einen Hit vielleicht auf die machen und dann zurückgehen. Boah, Strix ist langsam, heilige Scheiße. Nicht rausgehen, bitte heilt euch. Bitte heilt euch. Ich hoffe, ich finde den. Ja, der ist da geblieben. Aufpassen, könnte sein, dass er Unbreakable hat. Nee, kein Unbreakable. Da vorne, ja. Bitte hab keinen Flipflop, das wäre echt bitter. Das wäre so unfassbar bitter. Come on, schaffe ich das? Ja, gerade so, oder? Ja, gerade so. Gut, dann lade ich ganz schnell nach und dann sollten die hoffentlich das ein oder andere Mal nochmal versuchen, irgendwie zu rescuen. Da vorne ist ein Schneemann. Alles klar, dann gehen wir einfach mal ganz schnell rein, bevor die meinen Lullaby hören und warten einfach mal hier. Ich finde es immer noch krass, dass der Ace mich nicht gehört oder gesehen hat. Also, das ist so unglaublich. Die bemerken uns nicht. Doch, jetzt haben die uns bemerkt. Scheiße, no, Fangman. Okay, scheiße. Egal, sind die draußen. Haben die gut gemacht, aber, die haben uns tatsächlich erstmal nicht gesehen. Nein, no way. Ah, okay, schade. Ich dachte, wir bekommen jetzt vielleicht doch noch. Okay, das war mein letztes Messer. Egal, egal. Wo ist die andere? Ah, hi, komm, ein Hit bekomme ich noch. Ja, ja, komm, ein Hit. Ja, ja, GG. GG. Danke. Oh Mann, das war aber eine witzige Runde, muss ich sagen. Wenn dir das Video gefallen haben sollte, lass doch gerne ein Like da und schau auch gerne mal in meinem Discord-Server vorbei. Link dazu findest du unten in den Kommentaren oder in der Videobeschreibung. Dann wünsche ich jetzt noch einen schönen Tag und tschüss, bis zum nächsten Video.